Also manchmal, wenn man die Kanzlerin so reden hört. Ich habe eben gerade mich selbst reden gehört, was immer ein bisschen komisch ist. Das auch, aber vor allem hat man den Eindruck, Regieren sei so kompliziert wie das Enthüllen von FDP-Plakaten. Oder wie die Relativitätstheorie. Oder nach einer 4:0-Führung das Spiel auch zu gewinnen. Aber Regieren, da muss man doch nur 1 und 1 zusammenzählen können. 1 und 1, das macht 2. Genau. Zum Regieren stimmt man sich mit einem Partner ab. Dann mit noch einem Partner und das ergibt dann... Zu viel Durcheinander, zu viele Leute reden gleichzeitig von ganz unterschiedlichen Dingen. Ja. Umso wichtiger ist es als Regierung, gut zuhören zu können. Egal, wer einem was sagen will. Herr Kollege Gysi, einen Augenblick mal bitte. Darf ich da mal darum bitten, dass wir auf der Regierungsbank mindestens die Sicht auf den Redner wiederherstellen, wenn schon nicht die allgemeine Aufmerksamkeit sichergestellt werden kann. Gut, wenn die Opposition redet. Aber wenn das Volk was wissen will, hört die Koalition schon zu. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viele Jobs so ein Abgeordneter haben darf. 1 und 1, das macht 2. Und welche Einkommensstufe Abgeordnete mit ihrem Zweitjob erreichen, veröffentlichen sie dann ja auch. 7.500 Euro wären bislang Stufe 3. 750.000 Euro wären bislang auch Stufe 3. Ja, da fragt sich der parlamentarische Geschäftsführer der Union selbstverständlich sofort. Warum eine Abrechnung nach Heller und Pfennig mehr Transparenz bringen soll als eine Stufenregelung? Ja, nur exakte Abrechnung versus... Stufenregelung ist eigentlich eindeutig, aber egal. In Zeiten der Krise ist es doch das Wichtigste, dass eine Regierung 1 und 1 zusammenrechnen kann. Also, Ihr Auftritt, Herr FDP-Finanzexperte. Bitte schön, Kollege Volker Wissing. 1 und 1 ist 1 und nicht 3. 1 und 1 ist 1. Nur, geht doch.